die molare Masse M. Die molare Masse, was war das noch? Masse bedeutet ja, wie schwer etwas ist. Aber was? Molar, also ein Mol. Was soll denn das sein? Ein Mol, das sind einfach ganz viele Teilchen. Genau 6 mal 10 hoch 23. Dann ist die molare Masse die Masse von einem Mol Teilchen. Genau, die Masse von 10 hoch 23 Teilchen. Und zwar in Gramm. Die molare Masse wird in Gramm pro Mol angegeben. Und wie ermittelt man die molare Masse? Für Atome ist das ganz einfach. Das kann man im PSE ablesen. Hier steht die Massenzahl. Sie sagt aus, wie viel ein Mol der Atome wiegt. Ein Mol Schwefelatome wiegt also 32,1 Gramm. Ja, oder die molare Masse von Schwefel ist 32,1 Gramm pro Mol. Aber wie ist das bei Molekülen? Dazu brauchst du die Molekülformel, zum Beispiel H2O. Und dann? Dann musst du überlegen, welche Atome darin stecken. Ein O und zwei H-Atome. Genau, in einem Molekül H2O. Und in einem Mol H2O? Das wären dann ein Mol O-Atome und zwei Mol H-Atome. Genau. Das ist ja komisch. Dann wären ja in einem Mol H2O 3 Mol O- und H-Atome. Ja, ist doch logisch. In einem H2O sind ja auch 3 Atome. Das ist ein H2O. Da ist ein O drin und 2 H. Also 3 Atome in einem H2O und auch 3 Mol-Atome in einem Mol-H2O. Und wie komme ich jetzt auf die molare Masse von H2O? Da musst du einfach die Massenzahlen der Atome addieren. Also 16 für O plus 1 für H. 1 für H musst du zweimal nehmen, weil in H2O ja 2 H drin sind. Okay, also 16 plus 1 plus 1 gleich 18. Genau. Ein Mol H2O wiegt 18 Gramm. Oder 6 mal 10 hoch 23 H2O wiegen 18 Gramm. Die molare Masse von H2O ist 18 Gramm pro Mol. Die molare Masse gibt an, wie groß die Masse von einem Mol, also 6 mal 10 hoch 23, einer Teilchensorte in Gramm ist. Check!